Unser NSA-Agent zeigt Flagge. In Hamburg will er die Botschaft unter die Deutschen bringen. Wir von der NSA are so sorry, Leute. Ehrlich. Sorry, folks. Für das Abhören. Wir sind von der National Security Agency. Wir wollen nicht, dass uns irgendjemand bespitzelt. Wir wollen das einfach nicht. Da können Sie auch nur mal mit sorry kommen. Entschuldigen, das reicht nicht. Ich finde, da müssen Sie schon dran arbeiten. Das ist meine Meinung. Und wie wir daran arbeiten. Heute dürfen die Deutschen all die persönlichen Daten nutzen, die wir als NSA über sie gesammelt haben. Ganz so, als wären es ihre eigenen. Ich kann jetzt Folgendes Ihnen anbieten. Die Daten, die wir zurückgeben wollen. Sie können mir einen Wunsch äußern oder zwei, was Sie gerne wissen möchten. Die Amerikaner doch keine Namen und Nummer und vielleicht. Aber wir wissen die Namen doch sowieso. Ich habe sogar mein Account bei Google gelöscht. Das wissen wir doch, Herr Roland. Und zum Glück gibt's hier genügend Neugierige. Sag mal Name von den Nachbarn. Ja, Peter? Piep. Ich habe hier ein kleines Symbol, das mir sagt, das finanziell ist nicht so gut, fragt Peter. Kann es sein? Sag mir mal bitte deinen Namen. Maximilian. Maximilian, das sieht aber kohlemäßig nicht ganz so gut aufgestellt im Moment, ne? Ach doch, für einen Studenten finde ich eigentlich schon. Ja, aber nicht selber erarbeitet, so in dem Sinne. Gut versorgt, sagen wir mal gut so. Versorgt, gut ja. versorgt, okay. Ja. Wenn du wissen möchtest von deiner Frau, wo war die Donnerstagabend eigentlich? Dann können wir hier in den Computer reingucken. Ja, bitte. Dann brauche ich einmal ganz kurz den Namen von deiner Frau. Piep, 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 piep. Piep, 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 piep. Und Vorname brauche ich. Christa. Mach mal. Oder Chef. Okay, dann versuchen wir meinen Chef, ne? Ja, Knut. Vielleicht können Sie sagen, was macht er jetzt? Was macht er jetzt? Er ist in St. Georg. Er ist in einem sehr, sehr dunklen Raum. Aha. Es sind noch andere Männer da und sie haben nichts an. Das ist ja wie Stasi. Nur vielleicht besser gemacht. Mission erfüllt. Oh, Frau Merkel hat gerade Herrn Pofalla gesimst, dass sie ein abhörsicheres Handy will. Nee, ist klar.